Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pound Evolution zusammen mit Let's Go Roddy. Hallo. Tag 7 unserer Challenge. Wir sind ein bisschen, glaube ich, vom Ziel abgewichen. Ich check nicht warum. 9, 11, 43, 43. 44, 46? Das macht gar keinen Sinn, ne? Ja, vielleicht wegen, wenn sie, weil sich bei uns ein paar enthalten haben. Dumme Scheiße. Das kann nicht sehen, von meinem Pauschal. Halt die Fresse, Alter. Wann werden wir denn jetzt beeidigt? Was soll der Scheiß? Es ist halt schon, er liegt halt instant wieder auf, ne? Es ist, Echt? es kann's nicht glauben. Das kann doch nicht sein. Der ist 3 Tage warm. Wie Drei kann es sein, Tage. dass der trotzdem gewählt wird? Das Wie ist es gibt's doch nicht. möglich? Mit den autonomen realistischen Union Schottland, Scotland, es ist Jetzt soll die vollbracht. Achse was passieren? Einunddreißig und 21 sind genug für eine Koalition. Und es hieß ja auch Einigung. Wie viele sind. Wer seid ihr überhaupt? Seid ihr mit der Rechts? Ne, seid ihr Grünen? Das sind Mitte oder rechts. Na, ich will das nochmal anschauen. 9, 11, 43, 44, 46. Ja, eben. Wir haben ja schon 52%. Ich will keine Mehrheit mehr. Man hätte auch noch versuchen können, die Grünen noch mit reinzubekommen, das wäre lustig gewesen. Die 1% noch. Nein. War Mitte rechts nicht in der letzten Koalition dabei? Ich glaube, dass wir sie. Nee, wir wollten sie dann später mit Ah reinholen. ja, genau, und das ging dann nicht mehr. Ging ja dann nicht mehr, Ja, ne. das wäre ja sick gewesen. Das wäre so, der ganze Bogen hier rüber wäre so unsere Koalition. Ja. Ermordung des Vorsitzenden der Konföderation der Medizingewerkschaften, Gerhard Digga, was machst Wagner. du, Boris? Das Werk eines Scharfschützen. Boris! Sieht's denn jetzt echt, wird angerufen, warte mal. Jo. Ja, weil da nur die Mehrheit dagegen ist und nicht alle. Wow. So, dann gibt's einen kurzen Cut, Leute. Bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich. Ne, wait, was laber ich? Hallo und herzlich willkommen zurück nach dem Cut. Schön, aber dass du das Hallo und herzlich willkommen trotzdem weiter gesagt Ne. hast. So, jetzt sehen wir gleich mal, wie unsere neue Regierung aussieht, Oh Gott, was habe hoffentlich. ich gemacht? Ja, hoffentlich funktioniert das alles. Hoffe es. Maybe any moment now? Nichts passiert? Nee. Oder gelten wir jetzt einfach schon mal? Ja, wir haben ja immer noch ihn. Ja, er wurde wieder gewählt. Er war auf Platz 1. Ja, aber wir sind doch jetzt auf Platz 1 mit unserer Koalition. Dafür ist eine Koalition da. Ich check's nicht.
Steht hier was? Aha. Herzlichen Glückwunsch, Herr General Assange. Jetzt sind wir in einer konsistenten Koalition an der Spitze der Regierung und zur Mehrheit im Parlament. Sie sind nun offiziell der neue Regierungschef. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Erfolg Ihres Mandats. Dann, du weißt, was wir jetzt machen. Warum ist der dann immer noch da oben? Ich glaube, das braucht es. Irgendwie komisch. Vielleicht. Wir wurden ja offiziell ernannt gerade. Hä? Warum können wir nichts machen? Ich nenne noch ein Glaskopf-Level ja, in der Regierung. Junge! Alter! Verpiss dich, Boris! Der will nicht gehen! Oh, der will noch alles ruinieren? Boris, jetzt verpiss dich! Gruß! Geh weg! Wo hatte der denn den Boost her? Keine Ahnung! Jetzt verpiss dich endlich! Wir wollen das Projekt, wir wollen einmal ein Power Revolution Projekt mit einem geschafften Ziel beenden. Ist es, warte, wann fängt das nächste an? Vielleicht hat es ja ein. Wie, wann fängt das nächste an? Vielleicht. Nee, man hat auch keinen Sinn. Bruce, verpiss dich! Wir wurden doch gerade offiziell ernannt. Wir sind der Kopf. Wir sind der Glatzkopf des Landes. Hä? Alter Boris! Check's nicht. Ich auch nicht. Alter. Ja, das ist scheiße. Irgendwie verpackt? Maybe. Ich komm gleich wieder. Starten wir die Web mal neu. Jo, ich lade mal in die Welt gerade neu rein. Jo, jo. Ansonsten lassen wir einfach ein bisschen laufen und wenn sich wirklich nichts ändert, ist. Scheiße. Ja, ist immer noch das. Ja, warten wir einfach mal ein bisschen. Ich habe gerade eine Woche übersprungen, ist immer noch nichts. Sollen wir denn unsere Wahlversprechen jetzt einhalten?
Ja, können wir nicht einhalten, wenn wir keine Gesetze machen können? Weil der Wichser den Thron nicht verlassen will. Ich hasse es, dass es dieselbe Farbe hat. Warum ist hier die Ukraine als unser Rivale markiert? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, auf die gehen wir jetzt einfach mal nicht weiter ein. Der Wirtschaftsgrad, das ist okay. Ach, das sind sogar militärisch besetzte Gebiete. Oh, ja. Das Maß an Videoüberwachung, der ist das genial. Oh, das mögen die Leute. Ja, cool, wow. Ja, aber es ist halt richtig scheiße, dass er jetzt trotzdem da macht. Aber kannst du. Warte mal, kannst du bei unserer Regierung mal nachschauen, wie das Wahlrecht ist? Das müsste irgendwo stehen. Nee, da nicht. Vielleicht beim Parlament selbst. Mehrheitswahlrecht. Okay. Wir haben kein Verhältniswahlrecht wie bei uns in Deutschland, sondern die Partei, die am Ende am meisten Stimmen hat, hat einfach gewonnen. Deswegen ist Boris jetzt da. Oh Ziemlich dummes System, aber er ist bei 0%. Heißt, wenn er einmal Scheiße baut, können wir ihn mit der Protestaktion wieder zum Rücktritt zwingen. wow. Ja, ist scheiße jetzt. Heißt, das Feature mit Koalition bringt sich überhaupt nichts, ne? Boxen, jetzt komm, mach Boxen runter. Ja, aber mach Boxen hoch. Da macht jetzt einiges wieder hoch. Das ist schlecht. Hoffentlich nichts, was die Leute mögen. Das ist jetzt mal scheiße. Ja, aber das kann man jetzt nichts machen. Ja, wollen wir da noch schauen, was die Folge passiert, oder? Ja, schauen wir noch, was passiert. Oh Gott, die hat ein Reel geteilt. Ja, ich weiß gerade selbst nicht mehr. Das ist immer so der beste Moment. Das Bild, das du geschickt hast, dem ihr Crush, ihr Vater, ihr Bruder, du. Also ja. Das ist ein guter.
Ja. Ja, das macht ja alles noch. What the fuck? Der Wichser. Ja, er macht halt auch nicht mehr so dumme Sachen, dass wir groß was machen können. Ja. Ja, 122 Neubauten an what? An was? Sekundärstufen. Oh, okay. Wenn der Bro meint, das ist wichtig. Neuwahlen? Hä? Nach dem Ach so, Sturz ja, der weil. machthabenden Regierung und der Ernennung einer Vertretung zur Durchführung der aktuellen Geschäfte werden rasch Wow. Neuwahlen angesetzt. Täglich grüßt das Murmels hier. Aber ganz ehrlich. No way. Ich will das jetzt nicht nochmal ich will jetzt nicht nochmal den ganzen Wahlshit machen. Einmal geht noch, come on. Ach, come on, Alter. Einmal geht noch. Das geht in die Folge nicht mal Einmal rein. geht Das geht in noch. die Folge nicht mal rein. Einmal geht noch. Das dauert über eine Stunde. Ja, nee. Hat er nicht mal irgendwas wegen der Unabhängigkeit eines Landes, dass man da was Ja, aber das können reagieren? wir nicht machen, weil wir nicht in der Regierung sind. Das ist eben das Problem, was wir haben. Okay. Wir hatten eine gute Regierung aufgestellt, aber leider eigentlich unser eigentliches Ziel, kann man sagen, haben wir nicht erreicht. Nee, wir haben nichts erreicht. Wir haben nicht mal unser nicht eigentliches Ziel erreicht. Wir sind nicht mal an die Regierung gekommen. Mann. Okay, das ist die 7-Tages-Challenge gescheitert. Wir waren aber nahe dran. Wir waren nah dran. Oh, wir haben uns so gefreut. Ja, es hätte auch so gut werden können. Hatten wir Kiefer aus dem Rennen und dann kommt fucking Bruce Boris. wieder. Who Mit are halt you? so wenig. Wer ist Dirk? Dirk. Das hört sich an wie so ein Ausruf. Dirk. Dirk. Ja. Dann würde ich sagen, Dirk. was ist mit der Dirk. Folge und mit der Challenge? Lasst ein Like, aber damit es euch gefallen hat, schaut auch beim nächsten Mal vorbei und tschüss. Tschüss.